Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich dachte mir gerade eben einfach mal, da sich Trips Drill in den letzten Jahren einfach so sehr verändert hat, dachte ich mir einfach, ich schaue mir einfach mal bei Google Earth an, wie der Park im Jahr 2010 aussah. Und ich kann euch sagen, da hat sich einiges in den letzten Jahren verändert. Das Video ist quasi so aufgebaut, dass ich hier in Google Earth durch den Park einmal durchlaufe und mir so anschaue, was sieht jetzt ein bisschen anders aus, was hat sich da jetzt verändert an der Stelle, vielleicht stehen da auch jetzt völlig andere Sachen mittlerweile und jo, dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Wie man jetzt schon die ganze Zeit sieht, ist man hier in der Main Street und das Erste, was natürlich auffällt, ist direkt hier, wo hier noch ein Gebüsch ist und dieses Klo mit der Animatronic steht ja jetzt, da muss ich kurz mal hin. Steht mittlerweile hier. Jo, das musste halt anscheinend versetzt werden, weil dort jetzt dieser Indoor-Spielplatz ist mit dem Kinder-Freefall Tower. Ansonsten hat sich hier an sich eigentlich nicht so sehr verändert. Also hier steht ein Gebäude, dann steht hier noch zwei Gebäude, die ja miteinander verbunden sind. Aber ansonsten hier, wenn man sich mal so die Seite anschaut, erkenne ich jetzt zum heutigen Eingangsbereich keinen wirklich großen Unterschied. Aber jetzt kommen wir mal zu was, wo man wirklich einen sehr großen Unterschied sieht, der sich komplett verändert hat, der Bereich. Und jo, bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier auch schon mal an dem Bereich, rund um den Donnerbalken angekommen. Sieht auf den ersten Blick hier, so von der Seite sieht das ja komplett unverändert aus. Aber wenn man sich jetzt mal hier anschaut, hier steht ja heute Hals über Kopf und Volldampf. Also hier denke ich mal, der Weg, das sieht relativ klein aus. Ich denke mal sogar, die haben hier noch ein bisschen so einen Weg freigemacht. Ich denke mal, der Baum hier ist weg, weil der Weg, ich glaube, der ist sogar breiter heute noch. Also es ist nicht so nur so, dass sie den Weg freigemacht haben. Die haben hier auch noch einen Baum gefällt, weil es ist auch viel breiter hier der Weg heutzutage. Deswegen haben die hier einfach den Baum gefällt. Hier das alles weggemacht, diese Randbepflanzung und alles, diesen ganzen Weg. Hier an der Seite, das haben die alles weggemacht, weil der Weg hier heute ist ein bisschen breiter und so. Und ja, da steht heute der Prototyp Hals über Kopf, ein Suspended Thrill Coaster von Vekoma und ein Vekoma Family Boomerang. Und ja, hier haben die halt auch noch einen Weg hingemacht, also hier an der Seite. Hier, das ist halt ganz gut, weil er kommt mal ein bisschen schneller zu Volldampf. Also, und ja. Allgemein finde ich das hier auch mal interessant, sich das hier mal so anzuschauen, wie das damals aussah, als da hinten noch kein Hals über Kopf war, als da noch kein Volldampf war, wie das hier aussah, wo Bäume ist, wo dann der Park aufgehört hat, hier noch nichts zu sehen, wo noch keine Achterbahn zu sehen sind. Das finde ich auch mal ganz interessant. Mal hier auch so ins Jahr 2010, da mal so sozusagen zurückzureisen mit Google Earth, sich das einfach mal alles anzuschauen. Ja, hier auf der Seite ist eigentlich unverändert. Dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt mal weiter. Hier ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Es sieht ja auf den ersten Blick ganz normal aus. Hier ist dieser Teacup Ride von Mack Rides. Achso, geht gar nicht so direkt. Aber hier sieht man erstmal Eingang und man sieht das Schild Eingang Weinfass. Denn bis 2011 hatte Trips Drill noch ein Madhouse, anscheinend von Vekoma. Gibt es auch in vielen anderen Parks, zum Beispiel zu Fluch der Cassandra, dem Madhouse aus dem Europapark, habe ich auch schon ein Review hochgeladen. Und ja, Madhouse ist für alle, die nicht wissen, was ein Madhouse ist, ich kann es dir mal kurz erklären. Also, man sitzt quasi in einem Raum, der sich so um einen drumherum dreht. Die Sitze bewegen sich nur ganz leicht hin und her und so entsteht quasi das Gefühl eines Überschlags. Und das gab es bis 2011 noch in Trips Drill unter dem Namen Das verrückte Weinfass. Musste halt auch abgerissen werden für den Indoor-Spielplatz. Und ja, gehen wir mal weiter. Wenn man sich diesen Platz hier mal anschaut, denkt man ja, ah, das ist doch da, wo heute Höhenflug steht. Das ist richtig. Allerdings stand da noch bis Ende 2016 ein Wasserspielplatz, nämlich unter dem Namen Verrückter Wassergarten. Der musste halt aber abgerissen werden für Höhenflug. Und ich weiß noch, wie ich damals davor stande, vor diesem Wasserspielplatz, hatte noch auf eine neue Achterbahn gehofft. Aber gut, war doch ein bisschen unrealistisch der Gedanke für, ja, weil der Platz halt schon ein bisschen klein ist. Ich finde, hier sieht er auch ein bisschen kleiner aus, noch der Platz, als heute, wo jetzt der Gerstlauer Skyfly Höhenflug steht. Also für alle auch nicht, die nicht wissen sollten, was das Skyfly ist. Also man sitzt quasi in so am Ende von so einem riesigen Arm, geht so in die Luft, geht immer wieder hoch und runter. Und dabei kann man, also kann man, es ist
kann man selbst entscheiden, sich mit so Flügeln, die an beiden Seiten fest sind, sozusagen überschlagen. Es war jetzt nicht so eine gute Erklärung, aber ja gut. Ja. Dann wären wir jetzt auch schon am nächsten und ich meine auch letzten Point angekommen. Vielleicht kann sein, dass mir gleich noch einer einfällt. Aber auf jeden Fall hier mal am nächsten Point. Und zwar müssen es alle erkennen. Hier ist ja das Waschzuber-Rafting, da im Hintergrund die Holzachterbahn Mammut. Hier steht heute der Gerstlau Infinity Coaster Carajo. Der wurde im Jahr 2013 am 10. Juli eröffnet. Und so sah dieser Platz ohne Carajo aus. Wir gehen hier mal ein bisschen nach oben. Ja, ist eigentlich gar nicht mehr wiederzuerkennen. Das sieht komplett anders aus. Ne? Hier ist noch so ein Weg nach oben. Da konnte man wahrscheinlich dann, da konnte man halt dann auch langlaufen, denke ich mal. Und hier, so, also, ich finde, das sieht überhaupt nicht aus. Also klar, Carajo steht noch nicht da. Und aber allgemein, das macht das Erscheinungsbild einfach, verändert das total, finde ich. Also hier einfach nur eine freie Wiese zu sehen. Und dann, was auch ganz interessant ist, der Weg, der heute hier ist, obwohl, nee, ist der hier? Nee, ja, der geht ja jetzt so ein bisschen schräg nach oben. Der war eigentlich noch gar nicht da. Also diesen Weg, wo man heute noch zum Restaurant kommt und zum heißen Ofen, der war auch noch nicht immer da. Der wurde auch erst hinterher dazu gemacht. So gegen 2015 haben die ja dann angefangen, das komplett fertig zu thematisieren. 2016 kam dann noch ein Themenrestaurant, das Restaurant zur Werksküche heißt es. Und wenn du dir das hier mal anschaust, hier der Weg, wie gesagt, noch nicht da. Also hier, das ist echt mal interessant, auch so von der Seite mal zu schauen. Sieht auch wie ein komplett anderer Ort aus. Für mich, selbst für mich, der den Park schon so oft besucht hat, es wirkt für mich wie ein komplett anderer Ort. Also es scheint für mich nicht wie der Ort, wo mal Carajo stehen wird, aber das ist tatsächlich so. Und ja. Jetzt brauche ich mal kurz eure Hilfe. Vielleicht für jemanden, der damals so 2010 noch den Park kannte. Ich hatte den da noch nicht besucht, tatsächlich. Ich war das erste Mal 2011 im Park. Für jemanden, der damals im Jahr 2010 vielleicht da war und sich da so ein bisschen noch dran erinnern kann, kann mir vielleicht sagen, was das da hinten ist. Also, es sieht für mich so aus wie eine Stellfläche, so ein Lagerplatz oder was das ist. Hier sieht man auch, den gibt es sogar heute noch, so einen Zug. Der pendelt quasi zwischen dem Freizeitpark und dem Wildparadies, das ja auch nebendran noch liegt, so hinterher, hin und her. Und den gibt es tatsächlich heute noch. Hier wird er anscheinend gerade im Moment abgestellt. Aber das hier, ja, könnte so ein Lagerplatz sein, aber ja. Ansonsten hier hat sich es nicht so verändert, abgesehen vielleicht vom Boden, wo heute so ein gepflasterter Boden ist. Hier ist noch Kiesweg. Allgemein hier sieht man auch noch überall so ein bisschen Kiesweg, gar nicht dieses gepflasterte. Was ich ja auch ganz interessant finde, ist jetzt keine so große Veränderung zu heute. Das lässt es jetzt hier nicht komplett anders aussehen wie bei den Beispielen, wo ich jetzt vorher gezeigt habe. Aber ich finde das trotzdem auch mal ganz interessant. Was ich mir gerade eben auch noch mal eingefallen ist, was es damals auch noch nicht gab, was tatsächlich auch erst ein paar Jahre alt ist, ich glaube 4 Jahre ist es jetzt alt, ist hier. Hier steht im Anschluss vom Höhenflug steht hier noch so ein Café. Also hier an der Stelle steht das. Und ja, das ist zwar erst sogar ein paar Jahre alt, gut, Hals über Kopf ja auch, aber ich fand das auch mal interessant. Mir ist es gerade eben noch mal hier, als ich durchgelaufen bin, als ich mir gedacht habe, habe ich vielleicht was vergessen? Ja, tatsächlich ist mir das hier noch eingefallen, dass hier jetzt das Café steht für einen Höhenflug. Und ich weiß gar nicht, ich glaube hier. Nee, war hier der Eingang zum Höhenflug? Ich weiß das gar nicht. Ja, doch, hier müsste der Eingang zum Höhenflug sein, meine ich. Ja. Da war früher so eine Art Spiel drin mit so Schubkarren, glaube ich. Also es gibt einmal das Gießkannenspiel und das Schubkarrenspiel in diesen zwei Gebäuden, das ist jeweils eins das Spiel. Ich weiß gerade nicht, welches zu welchem gehört, aber hier ist auf jeden Fall, das Gebäude ist jetzt auf jeden Fall weg, weil da ist der Eingang zum Höhenflug. Und ja. Ist mir gerade eben auch nochmal eingefallen. Ich finde es auch ganz gut, dass ich da gerade nochmal, dass mir das gerade eben nochmal eingefallen ist. So, das war's dann auch schon mal wieder mit dem Video. Ich hatte gerade eben einfach spontan diese Idee, mal das Video zu machen, einfach so zeigen. Ich laufe hier durch den Park, durch das alte Trips Drill bei Google Street View, um zu zeigen, wie sehr hat sich der Park verändert. Und ich muss sagen, der Park hat sich auf jeden Fall sehr ins Positive verändert. Es war schon immer ein toller Park. Und das
was ja jetzt nochmal geworden ist, das hat den Park nochmal viel besser gemacht. Diese beiden Achterbahnen, die jetzt dieses Jahr schon seit 3 Jahren stehen. Karacho wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Man merkt, wie schnell auch die Zeit vergangen ist. Es ist noch sehr viel, was man jetzt hier gesehen hat, auch noch übrig geblieben von der alten Zeit damals. Gut, gerade mal, ja, 13 Jahre, aber ansonsten, ich finde das auch mal schön, sich das mal anzuschauen, wie der Park damals aussah. Aber ein Park verändert sich immer wieder. Er findet sich immer wieder neu und ich finde, sowas ist auch wichtig bei einem Park. Und mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Lasst gerne ein Like da, bis zum nächsten Mal und ciao.